Moin, moin, moin und guten Abend hier zum sechsten Teil von Kuon. Und das sieht ja so aus, als wären wir wieder da, wo wir letztes Mal auch schon waren. Aber mit einem kleinen Unterschied. Wir haben im fünften Teil die komische Glocke geholt, die uns noch gefehlt hat. Und jetzt wollen wir doch mal die komische Prinzessin Aiko aus ihrem Zimmer läuten. Läuten, klingeln, irgendwas. Ja, wir haben die Glocke und ich bin schon ganz fickerig, was gleich wohl passiert. Ich bin echt gespannt, ob wir wieder von unserer lieben Schwester, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die immer so viel Unsinn macht, attackiert werden, ob dass Kapitel 1 mit Uzuki schon vorbei ist. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Man weiß es alles nicht. Aber wir schauen erstmal. Ich muss erstmal gucken, wie kommen wir denn da am besten hin? Gehe ich jetzt hier lang, dann da durch, da hoch? Und so weiter. Oder geh hinten rum. Ja, ich geh mal hinten rum. Man beachte die Dunkelheit, wenn ich anfange zu laufen. Ob das so sein soll? Ob jetzt wieder irgendwelche gefährlichen Schockeffekte kommen. Soll ich nochmal durch das Loch gucken? Nee. Wir gehen lieber durch die Tür. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch noch was passiert hier. Diese Spannung. War die Blutspur letztes Mal hier auch schon? Das ist alles so lange her, ich weiß es nicht mehr. Was ist hier los? Soll ich mal hier versuchen, die Glocke zu läuten? Ich mache es einfach mal. Unable to use. Okay. Das ist ja eher blöd. Dann gehe ich doch mal. Hier. Und versuche das hier nochmal. Klingeling. I sense an evil, a presence wanting to devour souls. I have no idea, but for some time now, I've been hearing a song at nightfall. And disease has spread through this place. The hungry, they roam the manor at night. Then, oh! When I hear that song, I fear I'll be killed, or worse, abducted. We found you. Oh, nein. Ah! Oh, nein. Korea, unsere Schwester. Das war jetzt irgendwie nicht so gruselig. Ist mir nur ganz recht. Hier liegt was. Silkworm Journal. Das lese ich doch mal. The Silkworms have lost my phone. Hm.
So, Silkworm Sleep 2, okay. Naja, das ist ja mal langweilig. So, hier ist ja bestimmt was drin. Dust. Metal Spike. Jawohl, den brauchen wir doch am allermeisten. Dann können wir jetzt mal zurück zum Tempel gehen. Also nicht zu diesem Tempel, sondern zu diesem komischen Altar am See. Ob ich die Puppe jetzt mitnehmen kann? Nö. Wozu auch? So, ich denke, wir müssen irgendwie zum Spring Pavillon von der anderen Seite diesmal. Ich versuche das mal. Ich habe die böse Befürchtung, dass jetzt unser feinsäuberlich von Dämonen befreites Gelände wieder voll davon ist. Es ist nur so eine Ahnung. Mir wäre es fast lieber gewesen, ich hätte dieses den Waschlappen gefunden, um 6 Siegel wegzuwischen. Dann wäre ich nämlich einfach abgehauen jetzt. Like a little bitch. Nicht richtig. Ja. Trotzdem habe ich gefühlt nicht mehr ganz so viel Angst wie am Anfang. Es relativiert sich also doch wieder. Das sage ich jetzt, aber mal abwarten, was noch passiert. Warum ist es so dunkel? Ah, besser. Ja. Stimmt, das hier war ja so eine Tür, da kam ich ja noch nicht durch. Wenn ich nicht völlig daneben liege. Ich meine, ich musste hier lernen. Ja, ich renne nicht, weil ich doch wieder Angst habe. Ein Blutfleck. Ich glaube, der war hier vorher schon. Nun gehen wir doch mal hier. Ja, das war glaube ich richtig. Oder? Gehen wir nochmal gucken. Ah. Auch gut. Keine Karte. Auch keine Karte. Aber hier müssen wir hin, ich bin mir sicher.
dann wollen wir aber mal sehen. Denn jetzt haben wir 3 Discs und 3 Spikes. Silkworm Disc. Ich habe keine Ahnung. Das passt irgendwie auch alles vom Muster her, ne? Silkworm Disc. Ich probier's mal hier. Das war ja einfach. Eine Tür. Use the ladder? No! Na gut. Was ist das? Na endlich! Fury Arrows. Die brauche ich am allermeisten. Sie guckt doch irgendwo hin. Oder guckt sie nur auf die Leiter? Ich glaube, sie guckt nur auf die Leiter. Geht's hier noch weiter? Ja. Aber da doch auch. Nein, da nicht. Okay. Oh, Leute. Ich hab Angst. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ist mir gerade eingefallen wegen der Glocke. Das ist ja gut. Wo bin ich denn hier? Shrine, okay. Study Life. Ach so, okay. Von hier sind wir jetzt, glaube ich, gekommen. Und das ist dieser Tempel. Genau, da ist dieser Shrine. Und jetzt sind wir in dem Tempel, wo wir sonst nicht reinkamen. Ist noch die Frage, ob wir hier jetzt wirklich rein wollen. Ich glaube nämlich, das riecht nach tierischem Ärger. Mein Controller vibriert. Aber ich habe mich nicht so erschrocken. Na toll. Kameraführung vor Beginn. Okay, da sind wir aus dem Loch gekrochen. Ich weiß nicht, in die Main Hall, ob man da jetzt rein sollte. Links oder rechts? Links oder rechts? Ja, nehmen wir das mal hin. Oder doch nicht? Vielleicht doch erstmal lieber zum Ausgang? Ah, egal. Wer
erzählt denn hier eigentlich die ganze Zeit an? Go away. Hurry. Before the cocoon takes you. But... Never mind me. I've had a good life. Watch out for the sick. If they don't merge with other creatures soon, they will die. Corpses are needed for their cocoons. Sagte er, bevor er erwürgt wurde. Ich will das aufheben. Medicine Jar. Na, protecting your kuschige Healer. Okay, ne? Also liegt das wohl an den Seidenraupen. Habe ich mit meinem messerscharfen Verstand gerade ausgemacht. Ja gut, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich in die Bibliothek. Was? Hier war ich doch gerade. Sollte ich denn so einen schlechten Orientierungssinn haben? Ach so. Ja, sollte ich. Das Erdsiegel. Scroll Exorcism. Long ago, a demon died, emerged from the bowels of Earth. It appeared human, but was 3 meters tall, with arms as thick as a woman's waist. The demon was immortal. I would write the demon. Pulled a spike from the folds of his cloth and threw it at the demon, penetrating its flesh, riveting it to the wall. Later on, the demon shriveled up and died after 7 days and 7 nights of agony. Das ist nur fair. The man explained to the people that spikes have the power to suppress demons. He gave them 3 spikes to use should the demon reappear and departed. The Grateful People placed the spikes in a small shrine, where they preserve ever since. Na toll. Jetzt stecken aber die Spikes in dem Schrein und ich hab sie ja nicht mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Priest Journal. For several days, no. Is a creature emerged from the bones of the earth, blah 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 blah. Naja. Nicht weiter wichtig. Steht hier irgendwas an der Wand? Also natürlich steht da was an der Wand, aber kann man das lesen? Nein. Sutra. Whatever. Whatever, whatever. Oh! Winterblade. Defensive Blade used by God of North and Wind. Das ist ja gut. Glaube ich. Möchte den Winterblade benutzen. Und, ja.
Vielleicht benutze ich einfach mal jetzt das Ding hier. Geil. Das sieht gut aus. Oh oh. Kinder. Oh, ich hasse Kinder. Komm her. Ich hab die Winterblade. Oh. Stirb. So, das lief hier ganz gut. Ja, der Teil heute könnte etwas länger werden, wenn ich denn nicht noch irgendwie mal so ein paar Speicherpunkte finde. Oh, ups. Ach, nur so einer. Na, komm zu Mama. Nein, nicht so nah, nicht so nah. Bitte! So, jetzt. Ja, wie gesagt, es könnte etwas länger dauern, wenn ich denn keinen Speicherpunkt finde, aber vielleicht mache ich es auch einfach in zwei Videos. Das sehen wir einfach mal. Ja. Erstmal gehe ich nochmal hier Richtung Ausgang. Ich muss sagen, mit der Winterblade fühle ich mich gleich viel sicherer. Papierschiff. Oh. So viel dazu. Sollte das Schwesterherz sein? Ach so, hier komme ich gar nicht weiter. Das ist ja doof. Ja, so viel zum sicherer fühlen. Ich fühle mich doch nicht sicherer. Oh. Da zieht sie aber gerade irgendwas. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was das jetzt bringen soll, diese ständigen Schockmomente. Dann muss man hier irgendwie ein bisschen meditieren und dann geht's ja wieder. Augenblick. Soll ich jetzt hier nochmal vorher rein? Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Aha! Feuerbälle. Das bestimmt. Priest Journal Number 2. Lady Fujiwara departed from the manor with many sick people. She said she was worried, blah 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 blah. But the sickness has not destroyed her human kindness. She reminds me of Confucius. Ja, langweilig. Was ist denn hier? Yakushi's Legend. Stone Table inscribed with the Tale of Yakushi. The Buddha Emerald Light, the Master of Medicine. Here is the deity who heals the sick. He has a merciful look on his face and holds a medicine jar in his left hand. Ja, das haben wir ja nun schon. Na, was ist hier drin? War hier nicht eine Tür nach draußen?
Ja, hier. Ha! Wenn man vom Teufel spricht. Ja gut, dann sichere ich jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid gespannt auf den nächsten Part, wenn wir nämlich in die Haupthalle gehen. Bis dann, tschüss!